So, wir sind dabei immer noch. Die letzte Schlacht ist gewonnen. Hier oben sind noch ein paar Ressourcen. Eieiei. So, gut, ich weiß, dass das ein einziges Trümmerfeld hier ist. Eisen, Kupfer. Dennoch überlege ich gerade. Gut. Dann zurück zur Basis. Wir haben jetzt aber irgendwo Karma verloren, ne? Ja, Widerstand der RAM-Systeme. Dankeschön. Boost-Düse. Könnte uns manchmal schlecht den Arsch retten, ne? Minenfabrik, Diamantschmelzerei, Prozessorfabrik. Wie viel haben wir denn? Würde für beide reichen. Traktorstahl, Sprengladung, Powerhub, Boost-Düse, Deckkanone. Ja, würde ich sagen, holen wir uns erstmal auch noch die Prozessorfabrik. Die können wir jetzt aber bei uns wahrscheinlich erstmal nicht einbauen, ne? Machen wir die hässliche Scheiße hier aus. Uran können wir, Diamanten können wir auch schon. Das läuft ja super. Diamanten, Triebstahl, Kupferspulen, Jundes Stahl, hier ist noch so Sulfat, wollte ich schon wieder sagen. Hat mich noch gefangen. So, Atomraketen sind jetzt auch genügend vorhanden vorerst. Ja, also ich würde sagen. Dann auf ins nächste RAN-System, ne? Und zwar hierhin. Genau. Hierhin. Let's go. Achso, ich sollte vielleicht mal kleiner Hyperantrieb. 9000. Okay, warte mal. Können wir nochmal zurück machen, weil 9000 haben wir jetzt nicht. Es ist traurig. Guten Tag. Eine Kürbisstation, warte mal. Oder auch Uran. Wollten wir nicht nach Luakabo aufmachen? Warte mal. Warte mal. Nee, wo war die Galaxiekarte? Hier oben. Wollten wir nicht nach Luakabo aufmachen? Genau, perfekt. Dann können wir die Mission nämlich auch gleich noch annehmen. So, an welche? Nach
Pribis-Station, oder wie heißt? Privita? Fruita? Toela? Was? Soll ich den jetzt die verkaufen, oder was? Wie viel war das? 50 Nuklearraketen soll ich den mal verkaufen? Wir können gerne verhandeln. 50 Nuklearraketen. Ja, ihr könnt 100 haben. Und Uran war das, ja? Oder angereichertes Uran, oder? War das nicht richtig? Oh, was war das andere? Uran? Liefere Uran. 5, okay. Uran. 5 Uran, ja. So, für 9000 hat es jetzt nicht ausgereicht. Wir brauchen echt 9000 für einen dieser Reaktoren, ne? Und dann brauchen wir Natrium, glaube ich. Was wir im Lager haben müssten. Naja, 134 sollte erstmal ausreichen. Hyperium, nicht Tritium. Schönen guten Tag. Sechs angereichertes Uran. Und 25 Kupfer. Ist das euer Ernst? Nee, nicht ganz. Kupfer ist ja bei uns. Ah, verdammt. Kupfer würde bei uns, warte mal, wäre sofort ausgegeben. Warte mal, Kupfer. Wer von euch verbraucht Kupfer? Er hier, ne? Ne, das ist Nuklearreaktor. Tritium, Uran, Kupfer. Wie waren das? 25? Jetzt kommen wir nochmal 25 Kupfer. Ich hoffe, dass sie nicht direkt ausgegeben werden. Achso, ich vergesse immer wieder, dass ich auf Pause bin. Ach nee, es sind 75. Oh, also nochmal 50. Hä? Wieso kommt jetzt nichts mehr? Nee. Hä? Und jetzt doch noch was? Was ist denn jetzt so? Hol mal 60. Ach, wir brauchen sowieso eine. Ja, hol 100. Meine Güte.
Hier, erhalte 121 Kupfer. Und das müssen wir jetzt auch noch dann abliefern. Ach, wisst ihr was? Leck mich. Wir können nämlich den Hyperreaktor... Den weiteren können wir nicht mehr bauen, ne? Fehlt uns Geld für. Okay. So, jetzt aber ab ins nächste System, ey. Kein Bock mehr auf die Scheiße hier. So, ich brauche ein paar Gegner. Herausfordernde. Und ich brauche Crew, das auf jeden Fall. Nächste Milchpolle leer gesoffen. Piu. Ja, das ist nicht so schlimm. Brücke. Hier siehst du jetzt, wie sie losfeuern. Wir feuern schon zuerst, ne? Ich wollte auch eigentlich noch extern gucken. Ich wollte noch extern gucken, wie das aussieht mit einem eigenen Schiff und so. Und also mit einem eigenen Frachterschiff, weißt du, was mir dann nur hinterherfährt und so. Kriegen die sich? Perfekt. So, ich gehe mal ganz kurz auf Toilette und hoffe, dass ich in der Zeit nicht angegriffen werde. Gut, wir sehen uns gleich wieder.
Normalerweise sind wir nicht gestorben. Ich dachte eigentlich, wir sterben jetzt. Ja? Aber das ist uns wohl nicht in den Plan gekommen. Was ist mit dem Kollegen hier? Können wir da rückwärts theoretisch ranfahren? Uns Schaden zufügen. Wir bauen es gleich ab. Wir bauen ihn gleich ab. Naja, perfekt. So. Warte mal, mir fällt gerade was auf. Sind die falsch rum? Das wäre jetzt ein bisschen peinlich, sag ich mal, ne? So. Ich leg mich auch mit zwei Leuten parallel an. Warte mal, du kehrst ihm den Rücken zu, das kannst, das darfst du nicht. Boah, Alter, die Raketen sind nice. Fangen wir am dümmsten an, ich weiß es nicht. Halt, 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 halt.
So. So, du gehst mir jetzt massivst auf den Sack. Deswegen wirst du eliminiert. Oh, wir wollen doch bestimmt handeln, oder? Warte mal. 2720. Spulen. Weiß nicht, 882. Hyperspulen behalte ich mal noch. Den Rest könnte ich auch für richtig gut Geld verkaufen. Ich mach mal 100. Uran behalte ich mal noch. Eisen haben wir noch. Uran kaufe ich mal. Schwefel kaufe ich auch. Eisen kaufe ich auch. Prozessoren, Diamanten braucht man nicht. Gut. Solange hier noch kein Deal abgeschlossen ist. So, wir werden jetzt richtig reich. Erstmal alles am Stahl losgeworden. Ja, hier ist noch ein bisschen Stahl. Und wir haben hier ein richtig gutes Arsenal. So, hier ist jetzt keiner mehr. Ach, das nützt hier auch nicht mehr. Spätestens. Oh, ach, Mensch. Eine Railgun. Nett. Dann arbeiten wir uns mal bis zum Kern durch.
jetzt können wir auf den, wo ist denn die Kommandobrücke hier? Oh, ist ja ein richtiger Friedhof hier. Holy shit. Der hat uns zerlegt. Ach du Scheiße. Hier wird noch gerade gehandelt. Ja, perfekt. Der hat uns richtig zerlegt. Heieiei. Schnappst du den? Ich schnapp mir den hier. Brauchst du Hilfe? Wahrscheinlich nicht, ne? Hat er meinen Kumpel erledigt hier? Aua! Oh, hier hat er richtig gut getroffen. Feuer hier drauf. Ja.
Hier ist. Kohlenstoff. Kann man ihn theoretisch anfangen? Okay, schade. Okay, dann einmal manövrierunfähig machen. Okay, ich muss den Strahl hier treffen. Ist der auch feindlich? Nein, ist feindlich. Junge, 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 das hat echt richtig viel Ressourcen gekostet. Das war auch ganz schön teuer hier, ne? Ist einiges kaputt gegangen. Kann ich theoretisch in den Einstellungen, warte mal, wir konnten ja hier die Schiff-Editor, ja. Nee, warte mal, wo waren noch Steuerung? Nee. Hier alle Schiffe auswählen. Mach mal die Atombombe auf die 1. Ja, Grafik nicht, alles gut. Das sollte passen, ne? Pause. Okay, ich bin jetzt mal gespannt, was das wird. Dann müsst ihr theoretisch so machen und dann können wir weitermachen. Dann müssten wir nur Leertaste drücken. So, gucke ich mir mal das Trümmerfeld hier an. Da oben liegen noch ein paar Schiffswracks. Thank you.
gerade eine Idee. Die ist vielleicht bescheuert, vielleicht aber auch sehr schlau. Mal schauen. Wir haben ja hier. Das geht. Ich bin überrascht. Und das positiv. Okay, wow. Weil dann können wir hier in die Richtung noch auch noch manövrieren. Dann können wir nämlich besser drehen. So, Schwefel. Gut. Den im Auge behalten. Das Level 1er. Geht eigentlich. Oh, Feuer nach eigenem Ermessen. Gut, hier ist noch was. Genau, perfekt. Hier kann ich jetzt schnell speichern, genau, das geht auch. Gut, kann ich jetzt bitte zur Station aufmachen? Wir könnten jetzt noch hier rüber. Ich mach mal noch hier hin. Super, super, super. Achtung, Gefechtsstation. Boah, hier, die Nuklearraketen. Hier. Auf uns zu. Okay, Achtung. Versuch mal hier durchzuschießen. Okay, na, ne, ab. Ab durch die Mitte. Thank you.
Perfekt. Alter, boah, das müssen die Nuklearköpfe gewesen sein. Heieiei. Was müssen die Nuklearköpfe gewesen sein? Alter, der ist ja gerade mal Alter, die Nuklearköpfe, da bringen verdammt viel, ne? Möchte ich nur mal sagen. Kann ich hier noch? Ich habe jetzt die Nuklearköpfe ausgewählt, warte mal. Die 1 hatte ich auf die Nuklearköpfe gesetzt. Aber kann ich die nicht irgendwie gruppieren? Dass ich sage, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie das hier funktioniert alles. Oh, ich hab sie zerlegt. Ich hab doch nur auf die 1 gedrückt. Nein! Nein! Ich Idiot! Sammelt das bloß schnell wieder ein. Können wir eine Gruppe? Warte mal, ich nehme mal eine Gruppe Sensoren. Sensoren. Ich mache die auch grün. Ja, so ein schönes dunkelgrün. Jobpriorität. Alle auf 2, ja, ist in Ordnung. Aber. Sensoren. Die Gruppe wird jetzt ich verstehe es nicht, warte mal nochmal. Ich verstehe es nicht, ich werde es vielleicht noch nie verstehen. So,
Nuklearraketen wurden losgeschossen. Die sind hier. Bin jetzt gespannt, wie die ihr Ziel treffen. Boah! Bringen so verdammt viel. Boah, ey, die Nuklearraketen sind geil. Also die sind wirklich geil. Ich glaube, davon brauchen wir mehr. Oh. Ist das wieder so eine Piratenbasis oder was? Okay. Wir sind durch. Machen wir uns jetzt erstmal an den hier ran. Weil hinten haben wir erstmal genug Schilder und auch genug Abwehr. Den kümmern wir uns danach. Keine Angst. Und direkt, upsala, zu weit ausgezoomt, Entschuldigung, und direkt in den nächsten Kampf gegen ihn hier, der kleine Pisser. Hier hinten ist seine Kommandobrücke, und dann arbeiten wir uns hier durch. Strategie muss ich mir hier mal merken, mit so einem Ding und dann so zwei Schilde oder so. Alter, Junge, der hat uns aber auch gehittet, ey. Junge, Junge. Was? Was? Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Der hat nur eine Kommandobrücke, okay. Jawohl. Jetzt kümmern wir uns um richtig kleine Weizer.
Teufel? Jetzt sag mir nicht, wir können den nicht besiegen hier. Aber wir haben ihn doch gerade besiegt. Das ist mir noch nicht ganz geheuer. Weil wir müssen ja in den Kampf mit den Dreien hier rein. Was hat der hier für Waffen? Der muss zuerst, guck mal, was der für Waffen hat. Wenn der uns von hinten erwischt, dann sind wir aber richtig gefickt. Deswegen müssen wir uns leider Gottes hier durchbohren und hoffen, dass die Flak hier ihren Job ordentlich tut. Also die Flak-Abwehrgeschütze hier. Okay, zack. Konzentrieren wir uns mal da. Verdienst du. Oh nein. Wir brauchen Feuerlöscher. Oder? Nee, gut. Wir haben repariert. So, das war schon eine Herausforderung. Das war schon nice. Das gefällt mir. Wenn mal auf einmal so drei Gegner kommen und man muss gucken und priorisieren, wer zuerst ist und wer nicht. Kommt er von zu? Ja, okay, alles klar. Evakuieren. Geschütze bereit machen. Wir müssen uns in die Richtung drehen. Feuer nach eigenem Ermessen. Ah.
richtig sehe und höre. Guck mal, rechts ist kaum geschützt. Warte mal, ich muss mal gerade was. Schilde. Reicht hier ein kleines? Ich, als wenn dann schon großes, ne? Wir haben erstmal genug Diamanten. Aber das ist jetzt eigentlich noch nicht, aber es ist wahrscheinlich nötig. Schon ab. So, können wir jetzt endlich hier zurück oder hier ist theoretisch noch ein Fragezeichen und hier auch noch. Ich wollte eigentlich zur Basis aufmachen, aber es macht auch Spaß, das Spiel. Da kann man nicht so einfach aufhören. Okay, evakuieren. Wir kriegen Feind. Lass sie mal ruhig auf uns zukommen. Tja, so schnell kann es gehen. Alter, das ist ja ein richtiger Krater hier. Eieieiei. Ja, die setzen uns ja schön zu hier, muss ich schon sagen. Also, hier sieht man jetzt, wie naja, gut das abgeschützt wird. Naja, gut ist relativ, ne? Aber. So, hier ist noch ein großer Schwefelbrocken, den würde ich ungern liegen lassen. Habe ich jetzt Schwefel wirklich gesagt oder habe ich wieder Sulfat gesagt? Ich glaube, ich habe Schwefel gesagt. Okay, der fliegt vorbei. So. Also war schon herausfordernd. So, damit wirst du jetzt nicht rechnen, aber ich werde dich richtig zerfangen. Ich werde dich so richtig schön zerficken.
gut. Oder auch nicht gut, je nachdem, ne? Hier ist Gold. Gold nehmen wir natürlich immer noch mit. So. Hier oben war jetzt noch ein Fragezeichen. Da ist wahrscheinlich nur eine Hypersprung. Hoffe ich. Nein, ist es nicht. Okay. Das sind zwei. Okay. Dann zuerst auf die Flakgeschütze. Schiff leider bald wieder umbauen. Ich würde, die machen zwar schon ordentlich, also wirklich ordentlich Schaden. Wie waren das alt? Die machen 1800 Schaden pro Schuss. Ich würde aber hier vielleicht sogar Railguns. 10.000 Schuss. Aber die Railgun braucht halt auch Platz, ne? Also wenn, dann würde ich die wahrscheinlich eher hier einsortieren. Dann kommen die Laser weg. Wie machen wir denn das am dümmsten? Laser brauchen wir theoretisch. Railgun braucht aber dreimal Platz. Das heißt, ich könnte die natürlich hier 1, 2 und 3. Ja, das wäre eine kurze Railgun. Könnten sogar, warte mal. Railgun Ladeeinheit. Wir können ja das Cockpit nicht verschieben. Tri-Stahl, können wir den herstellen? Oh Gott. Alter, unser Lager laufen ja über. Heilige Scheiße, wir müssen zurück. Wir brauchen Tri-Stahl. Wir müssen zurück. Das heißt, das war jetzt das Letzte. Egal, was jetzt da hinten noch ist, das kann ja alles sein. Wir machen jetzt hier hin. Alter, ich hätte nicht. Also deswegen braucht man ein zweites Schiff, so ein Lagerschiff.
was ich natürlich auch ordentlich gut verteidigen kann, weil wenn das kaputt ist, ist es natürlich kacke. Nee, warte mal, wenn dann. Nehmen wir mal den Bulk rüber. Heuern wir ein bisschen von seiner Crew an. Stahl. Du hast doch bestimmt kein Problem, wenn ich dir. Ich will nicht übertreiben, weil wir jetzt auch viel Stahl brauchen, ne? 9.583 Spulen, da können wir. Ja, da brauchen wir nicht so viele, ne? Ich sag mal, minus. Weiß ich nicht. 1176. Hyperspulen. Naja, 100 würde ich behalten wollen. Das heißt, 164. Tri-Stahl. Kaufe ich einmal sehr viel ein. Diamanten. Brauchen wir aktuell nicht. Prozessoren haben wir genug. Uran auch. Schwefel auch. Wir haben allerdings auch sehr viel Schwefel. Warte mal, 1032. Eisen würde ich dir 81 anbieten. Kupfer brauchen wir aktuell nicht. Tritanium. Da können wir welchen herstellen. Gold und Uran. Uran würde ich auch ein bisschen was kaufen. So, dann kümmere ich mich schon mal um die Station. Diamanten kaufe ich mal drei ein, Prozessoren, bisschen Uran. Schwefel, bisschen Eisen, Kupfer, Tritanium, Gold. So, aber dafür machen wir jetzt auch ordentlich Plus. Boah. So, unsere Lager werden jetzt natürlich ordentlich leerer. Das ist schon mal sehr gut. Können wir mal gerade irgendwo. Dieses Cockpit bauen, die Brücke, damit wir die da wegreißen können oder zumindest verschieben, damit wir die hier wieder wegreißen können. Perfekt, Dankeschön. Mehr wollte ich gar nicht. Noch die Railguns, weil es mir gerade mal wieder auf, also was heißt mal wieder, wir brauchen auch Schilde, ne? Ordentlich. Schilde zur Seite, weil vielleicht reichen die irgendwann gar nicht mehr aus. Irgendwann. Dann brauchen wir halt innen drinne mindestens zwei große. So,
jetzt müssen wir ordentlich überlegen. Wir könnten die Railguns hier ranbauen. Wir könnten schwere Laser, könnten wir auch. Railgun zählt jetzt nicht, Deckkanone. 7500. Ich wenn dann vielleicht hier oben aufbauen. Könnten die auch theoretisch hier, aber dann ist die Railgun im Weg. Könnten die auch hier? Ist aber immer noch die Railgun im Weg. Oder wir verschieben halt alles um einen nach links. Dann könnten wir hier eine Deckkanone und die großen Kanonen theoretisch vorne dran. Dann können wir die Rail und dann könnten wir hier noch zumindest kleine Laser. Natürlich auch ein ordentlich, also ein Schild, was auch ordentlich viel Stand hält, ne? Also das heißt, ich würde eigentlich ungern den hier nach vorne machen. Ich mache den aber mal nach vorne, weil ich es kann. Einfach weil ich es kann, genau. So. Haben wir jetzt hier Atomraketen, die ich auch eigentlich lieber ein bisschen zentraler hätte. Aber gut, das können wir jetzt erstmal nicht ändern. Wir könnten jetzt hier oben drauf. Also wir könnten theoretisch einen großen Schild hier ran machen, ja. Ja, aber dann wäre es ungerade. Und ungerade gefällt mir nicht. Weil ungerade sieht scheiße aus. Wir könnten theoretisch hier sogar noch zwei kleine Schilder hinmachen. Sogar glaube ich, können sogar noch drei kleine Schilder hinmachen. Gut, jetzt können wir aber keine große Deckkanone mehr hier aufpacken. Ne? Es sei denn, wir schieben nochmal alles ein nach vorne. Ja, das klingt eigentlich nach einer guten Idee, wenn wir alles nochmal einziehen. Nach vorne schieben. Verteidigung. Nee. Nicht die hier. Und zwei kleine Schilder. Sehr, 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 sehr nice. Zur Seite ist auch abgesichert. Hinten natürlich noch nicht. Aber das kommt sicherlich noch. Wie gesagt, ich hätte hier gerne ein zweites Schiff schon mal gebaut. Aber irgendwie, das will wohl nicht so recht, ne?
könnten natürlich auch die Laser hier hinpacken. Aber ich weiß nicht, ob wir hier was... Ich bin mal gespannt gerade, warte mal. Perfekt. So sind die schon mal geschützt. Und dann können die Lasergeschütze groß, warte mal, Ionenstrahlen. Das wäre so einer. Wer macht denn mehr Schaden? Warte mal, der macht 2500. Der macht 900. Ich nehme den hier mal. Zentral gelegen werden die aber auch nice, ne? Aber das geht jetzt nicht. Das geht jetzt vorerst nicht. Gut. Der Kern ist da. Ich müsste davon noch mindestens zwei bauen. Warte mal. Das war theoretisch hier und da ein. Dann sparen wir ein bisschen Energie beim Dingsen. Gut. Ah, warte mal. Stimmt. Wir waren nicht mehr ganz so wendig. Warte mal. Ich habe mich nämlich gewundert, aber ich dachte, das bringt halt noch nichts. Gut. Haben wir das auch geklärt? Ich würde gerne noch die Verteidigung, dadurch, dass wir halt öfters mal von der Seite angegriffen werden jetzt, ne, da bestimmt irgendwann mal mitbekommen. Habt ihr bestimmt irgendwann mal mitbekommen. Ja, hier ist ein bisschen Unsymmetrie drin, warte mal. Aber funktionieren sollte es trotzdem noch, ne? Ich hier überall Panzer haben. Dann können die gleich zum Lagerraum. Genau, ist jetzt alles parallel. Super. So, warte mal. Achso, warte mal, wir müssen die noch ein bisschen, das hier ist alles verbotener Bereich, aber zumindest da, wo es geht. Hier bei den Reaktoren hätte ich hier noch. Gut, weil die Reaktoren müssen gut geschützt werden. Gut. Oh mein Gott. Stimmt ja, da kann ja das Schild gar nicht mehr funktionieren. Das stimmt ja. Das war ja bei dem großen Schild so. Stimmt ja. I am sorry. Aber so müsste es noch funktionieren. Perfekt.
Das stimmt ja. Da war ja was. Also vorne können wir leider keine so eine Dinger bauen. Trotzdem finde ich es gut, dass die Laser, dass die Schilde jetzt ein bisschen mittiger sind. Zwei Railguns haben wir jetzt. Wie sieht das Schiff von außen aus? Boah. Wir sind immer noch im Tauschgeschäft mit den Kollegen. Und wir sind auch bald fertig. So. Zur nächsten Folge, weil wir sind schon bei 1,5 Stunden. Ich gucke jetzt, wie man zwei oder mehrere Schiffe in Dings haben kann. Wie das funktioniert. Ich hoffe, dass das kriegen wir hin, dass wir die dann irgendwie miteinander connecten können. Das wäre echt nice. Ansonsten hoffe ich, dass die Schilde jetzt hier gleich hochfahren. Da können wir jetzt noch jetzt noch gucken. Warte mal. Hinten die Schilde. Hinten können wir theoretisch auch einen breiter machen. Theoretisch. Mal, mir fällt gerade was ein, was wir machen könnten. Ist ja parallel genauso. Könnten wir hier hinten. Wäre mir, glaube ich, so lieber oder so. Muss ich nochmal gucken. Die müsste zumindest. Nein! Ist jetzt nicht so schlimm, sondern ich wollte sie nicht löschen, ich wollte sie kopieren. Warum verboten? Und theoretisch könnten wir jetzt sogar hier irgendwo einen Booster einfügen, oder? Ja, perfekt. Keine Ahnung, wie der funktioniert. Das werden wir schon sehen. Dann müssten wir zumindest nach hinten vielleicht. Ja, ich immer. Genau, ist ja gut. Sonst hätte ich es wahrscheinlich wieder vergessen. Und mich drüber aufgeregt. Ja, ich versuche ja welche zu bauen. Ah, ihr seid echt bescheuert alle, ne? Nicht Lager, sondern Quartiere 4x4. Die können wir hier einbauen. So, da können die nämlich weg. Oh mein Gott! Ja, bleib mal ganz ruhig. So, dann bekommst du hier hinten deinen eigenen kleinen Reaktorkern. Oder zweier sogar. Ja, komm, mach mal zweier. So, haben wir die Schubdüsen. Hier könnten wir jetzt theoretisch sogar noch einen Lagerraum machen. Oder wenn wir alles eins nach hinten verlegen, noch einen größeren Lagerraum. Also so ein 12x12, weißt du? So ein hier. So, und da können wir nach hinten jetzt die zwei Schilde machen, die großen.
muss die Triebwerke eigentlich schützen. Das ist das Beste. Und strategische Verteidigung. Und zack. So, und dann machen wir Speed. Standardschubdüse. In dieser Richtung. Ein bisschen versteckt finde ich schon gut. So. Alter, Junge, Junge, Junge. Das ist ein Flaggschiff, Alter. Und ich muss jetzt echt mal zur nächsten Folge gucken, dass wir irgendwo anders unseren Lagerraum oder... Also da wird sogar noch schlimmer, weil da werden wir diese Verteidigung überall anbauen. Plus, Verteidigungslinien halt. Plus Schilde und so. Damit zumindest das Lager sehr gut geschützt ist. So. So, jetzt das Schild schon mal an. Wie viel brauchen wir? 120 auf 120. Wir brauchen eigentlich auch mehr Crew-Quartier. Ja, leck mich am Arsch. Ich guck mal. 3x3 können wir bestimmt. Nee, können wir nicht da. Also hier können wir, ja, warte mal. 2x2 Schlafkabine. Wir können auch überall Schlafkabinen, Quartiere. Das würde gehen. Warte mal, wir können doch. Können doch. Hier? Nee, nicht doppelt. Wir können noch drehen. Ich wollte schon sagen. Können wir jetzt hier doch dreimal. 3x3. Perfekt. Dann haben wir jetzt noch ein paar Crew-Quartiere. Vorne ist hoffentlich besser. Warte mal, das mit den Schilden. Dass der die Schilde noch nicht macht. Weil hinkommen müsste er auf jeden Fall. So, wir brauchen mehr Crew. 152 können wir jetzt. So, jetzt aber. Bis zur nächsten Folge. Ich muss jetzt auch echt schauen, wie wir ein zweites Schiff machen. Bis tschüss. Bis tschüss. Oh Gott, was ist das für eine Verabschiedung?